Wenn es noch ein Buch gibt, wo ihr sagt, hey, das klingt außer. Hallo ihr Lieben, heute soll es noch die Neuerscheinungen für den März geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Also erstmal muss ich sagen, dass der Februar schon wieder wahnsinnig schnell rumgegangen ist, ne? Also wir haben ja jetzt noch 2 Tage Februar, wenn dieses Video rauskommt. Eigentlich noch 3, aber ihr wisst, Sonntag, Montag, Dienstag. Und ich finde, der Februar ging wahnsinnig schnell rum. Auch wenn es der kürzeste Monat ist, es sind ja im Prinzip nur 2 Tage weniger als sonst. Aber irgendwie finde ich das immer total krass. Also, ich habe doch vor 3 Wochen aus den Neuerscheinungen für den Februar online gestellt. Jetzt mache ich irgendwie die für März. Also, ja, total, total krass, wie schnell der Monat rumgegangen ist. Aber wir fangen mal mit den Neuerscheinungen an. Ich habe mir hier für den März einiges aufgeschrieben. Es ist Buchmesse-Monat und ja, ihr wisst, im März erscheinen immer wahnsinnig viele Bücher. Ich weiß, ich habe jetzt wirklich nur einen kleinen Teil von Büchern rausgesucht, die mich ja persönlich interessieren. Ich sollte euch vielleicht auch mal generell dazu sagen, dass die Erscheinungstermine, die ich immer hier nenne, immer für die Bücher sind. Also die E-Books erscheinen meistens immer schon einen Monat vorher, bevor die Taschenbücher oder Hardcover oder irgendwas erscheinen. Also es ist oftmals so, dass die E-Books zu dem Zeitpunkt, wo die Taschenbücher oder so rauskommen, schon da sind. Und deswegen nochmal an meiner Stelle, ich nehme immer die Daten von den Taschenbüchern, weil ich persönlich ein Mensch bin, der lieber richtige Bücher als E-Books liest. Deswegen gehe ich da mal nach meinem Geschmack und nehme mal die Daten von den richtigen Büchern. Ne? Also nicht, dass ihr euch irgendwann mal wundert und sagt, hä, wieso sagten die, das kommt erst am 1. März, das kam doch schon am 1. Februar. Ja, dann war es halt das E-Book, was rauskam am 1. Februar und nicht das Taschenbuch. Nur mal so generell für euch zur Info, das sollte ich vielleicht mal irgendwie erwähnen. Ja, also wie gesagt, es geht jetzt um die richtigen Bücher und ich fange gleich mal an mit dem ersten Buch, was am 1. März erscheint. Und zwar ist das der 7. Teil der Elemental Assassin-Reihe. Er heißt, glaube ich, Spinnenfieber. Und es ist, glaube ich, noch nicht der letzte Teil. Ich weiß es gar nicht, hat die Reihe 7 oder 9 Teile? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall erscheint der 7. Teil der Elemental Assassin-Reihe am 1. März. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe den 5. immer noch hier rumliegen und noch nicht gelesen. Den 6. muss ich mir dann auch mal irgendwie noch mitkaufen. Und ja, aber wie gesagt, der 7. Teil der Elemental Assassin-Reihe, wen es interessiert, erscheint am 1. März. Und jetzt muss ich schon wieder den Akku wechseln. Verdammt. Das 2. Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, Paper Princess von Erin Watt. Und Erin Watt ist ja das Synonym von 2 amerikanischen Autorinnen, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Verdammte Hacke. Ich hatte sie mir extra gemerkt, aber sie sind weg. Naja, egal. Auf jeden Fall ist Paper Princess auch, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Adult-Geschichte und eine Reihe. Also es werden insgesamt 3 Teile. Und ich habe mal rausgesucht, worum es in diesem Buch geht und lese euch das mal ganz kurz vor. Ihr wisst, ich merke mir die Inhalte nicht immer, deswegen spicke ich auf mein Handy. Und zwar in Paper Princess geht es um Ella. Und Ellas Leben war bisher alles andere als leicht. Und als ihre Mutter stirbt, muss sie sich auch noch ganz alleine durchschlagen, bis ein Fremder auftaucht und behauptet, ihr Vormund zu sein. Der Milliardär Colm Royle. Aus ihrem ärmlichen Leben kommt Ella in eine Welt voller Luxus. Doch bald merkt sie, dass mit dieser Familie etwas nicht stimmt. Colms 5 Söhne, einer schöner als der andere, verheimlichen etwas und behandeln Ella wie einen Eindringling. Und ausgerechnet der attraktivste von allen, Reed Royle, ist besonders gemein zu ihr. Trotzdem fühlt sie sich zu ihm hingezogen, denn es knistert gewaltig zwischen ihnen. Und Ella ist klar, wenn sie ihre Zeit bei den Royals überleben will, muss sie ihre eigenen Regeln aufstellen. Und ich finde, das klingt sehr, sehr interessant und ich habe mir es auf jeden Fall mit auf die Wunschliste gepackt, Paper Princess. Und ja, werde mal gucken, wenn es am 1. März erscheint, werde es mir jetzt sicherlich nicht gleich holen, aber ich denke, ich werde es auf jeden Fall mitlesen und ich muss sagen, ich finde auch das Cover wirklich ganz, ganz toll. Es ist ganz schlicht mit dieser goldenen Krone drauf, aber ich finde, es hat definitiv was. Also ich habe es mir auf den Wunschzettel mitgeschrieben und werde es mir auf jeden Fall mal mit angucken. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, erscheint am 3.3. und ist Water on Air von Laura Kneidel. Ihr wisst, ich habe Blood and Gold und auch Light and Darkness von Laura Kneidel gelesen. Und ich fand gerade die Elemente der Schattenwelt, also Blood and Gold, Magic und Platina und Soul and Bronze wirklich richtig gut, wobei Magic und Platina ja mein Lieblingsteil war. Und ich freue mich schon auf Water on Air von Laura Kneidel, denn ich mag ihren Schreibstil unheimlich gern. Sie schreibt ja Fantasy-Jugendbücher und ich mag das total, auch wenn die Geschichten jetzt nicht immer rundum perfekt sind. Ich lese euch auch hier mal ganz kurz vor, worum es in diesem Buch eigentlich geht. Seit dem Anstieg des Meeresspiegels leben die Menschen in Kuppeln unter Wasser oder in der Luft. Mit ihren 18 Jahren hat Kenzie noch nie die Sonne gesehen und ihr Leben in der Wasserkolonie unterliegt strengen Normen. Schließlich hält sie es nicht mehr aus und flieht in eine Luftkolonie, um dort einen Neuanfang zu wagen. Doch dann wird sie zur Hauptverdächtigen in einer mysteriösen Mordserie und nur Colm mit dem geheimnisvollen Lächeln hält zu ihr. Aber nicht nur den beiden droht Gefahr, auch das Schicksal der gesamten Kolonie steht auf dem Spiel.
schon wieder ein Column. In dem anderen eben war es auch ein Column. Naja, egal. Auf jeden Fall, ja, darum geht es im Watch on Air. Und ich finde, das klingt sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Und ja, ich finde, Laura Kneidl hat einen ganz, ganz tollen Schreibstil. Und ich freue mich da auf jeden Fall drauf und habe es mir auf jeden Fall auch mit auf die Wunschliste gepackt, das Buch. Und werde es mir definitiv irgendwann mal mit kaufen. Und ja, bin schon sehr gespannt auf Watch on Air und ja, ich freue mich. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist This New World von Laura Newman. Ihr wisst, ich bin ein riesiger, riesiger Laura-Fan und ich freue mich schon so, so lange auf This New World und alle anderen Laura-Fans da draußen sicherlich auch. Sie hat letztens in ihrem Vlog erwähnt, dass das Buch planmäßig an dem Wochenende 4. 5. März erscheinen soll, wenn alles klappt. Das kann sich natürlich nochmal verschieben, aber wir hoffen mal das Beste. Also vielleicht erscheint es am 4. 5. März, deswegen habe ich es jetzt auf jeden Fall mal mit in die Neuerscheinungen genommen. Und ich drücke da auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen, dass das klappt und funktioniert. Und ich bin schon so gespannt auf dieses Buch. Worum es in diesem Buch geht, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Also ich weiß, es geht um Zoe und um ihre kleine Stadt, in der sie wohnt. Die heißt, glaube ich, Digby oder sowas. Und da geht es um einen fremden neuen Typen, Josh. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. Ich kann euch ja den Trailer zu Disney World unten in der Infobox einfach mal verlinken. Wenn ihr Interesse habt und wissen wollt, worum es in diesem Buch genauer geht, dann schaut euch den Trailer auf jeden Fall mal an. Ich freue mich auf jeden Fall schon total, total, total auf das Buch von Laura und ja, endlich ein neues Laura-Buch. So, machen wir weiter mit dem nächsten Buch und zwar habe ich rausgesucht, jetzt muss ich nochmal abspringen, Königreich der Schatten, die wahre Königin und das erscheint am 6.3. und ist von Sophie Jordan. Und Sophie Jordan kennen wir ja von Infernal. Und ich finde auch dieses Buch klingt sehr, sehr interessant. Das ist eine High-Fantasy-Geschichte und ich mochte den Schreibstil von Sophie Jordan wirklich sehr, sehr gerne in Infernale und habe es deswegen auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Hier sind einige Fantasy-Namen in diesem Klappentext. Wenn ich irgendwas bitte falsch ausspreche, verzeiht. Ich habe da immer so meine Schwierigkeiten mit irgendwelchen Wörtern, die es eigentlich gar nicht gibt. Und ja, ich lese euch aber erstmal ganz kurz, worum es geht. Tiefe Finsternis, die seit 17 Jahren über dem Reich Relhok liegt und die dicken Mauern ihres Turms. Etwas anderes kennt Luna nicht. Sie muss sich verstecken, damit die Welt sie für tot hält, nachdem ein Verräter ihre Eltern ermordete, um sich der Krone zu bemächtigen. Als sie fliehen muss, weil ihr Leben in Gefahr ist, hilft ihr der Waldläufer Fowler. Er erfüllt ihre dunkle Welt mit Licht. Doch nicht einmal ihm darf sie sagen, dass sie die wahre Königin Relhoks ist. Denn der neue König sucht nach ihr, um sicherzustellen, dass sie niemals ihren Thron besteigen wird. Und Jennifer Armentrout sagt, eine fesselnde, einzigartige Fantasy-Geschichte voller Spannung und Romantik. Und wenn Jennifer Armentrout das sagt, dann wird das wahrscheinlich so stimmen. Denn Jennifer Armentrout ist meine Queen, ihr wisst. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dieses Buch auch mal mit aufgeschrieben und ich finde, es klingt sehr, sehr interessant. Und ja, steht auf jeden Fall mit auf der Wunschliste. Aber naja, ihr kennt das ja mit der Wunschliste, ne? Die wird irgendwann immer länger und länger und dann sortiert man mal wieder aus. Und ja, ich habe auf jeden Fall vor, dieses Buch irgendwann einmal zu lesen. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, erscheint ebenfalls wie Königreich der Schatten am 6. März und ist der dritte Teil von Broken Hearts. Ich weiß gerade gar nicht, wie der dritte Teil mit dem Untertitel heißt. Auf jeden Fall freue ich mich da schon riesig drauf. Ich bin ja ein riesiger Fan vom zweiten Teil. Und ja, im dritten Teil geht es jetzt um West und Jessie Kay. Und die beiden kennen wir schon aus den ersten beiden Teilen. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Auch wenn ich Jessie Kay eigentlich bisher nicht so mochte, die war mir einfach zu überdreht. Zu unzuverlässig, zu aufgekratzt, zu tussi-mäßig. Also bis jetzt mochte ich sie nicht wirklich. Vielleicht ändert sich das ja am dritten Teil, wenn man die Person dann ein bisschen besser kennenlernt und die Hintergründe besser versteht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Und ich werde dieses Buch auf jeden Fall im März mitlesen. Ich werde dieses Buch im März auf jeden Fall mitlesen und euch dann gleich berichten, wie es mir gefallen hat. Und ja, ich freue mich da schon riesig drauf. Und Broken Hearts Teil 3. Ansonsten hat mir eine liebe Abonnentin erzählt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie sie hieß, es tut mir sehr, sehr leid, ich merke mir das leider immer nicht alles, aber sie hat mir erzählt, dass es quasi einen vierten Teil geben soll. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es ein direkter vierter Teil wird oder nur eine kurze Novelle zu der Reihe. Auf jeden Fall wird es die geben und zwar zu diesem einen Militärtypen, der wieder zurückgekommen ist aus dem Krieg. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Auf jeden Fall geht es da um ihn und das finde ich sehr, sehr interessant. Es gibt ja schon eine Kurznovelle und da geht es ja um die Freundin von ihr und der ihren Typen. Die werde ich auch irgendwann auf jeden Fall nochmal mitlesen, weil wie gesagt, ich finde die Reihe ja total toll und ich mag sie total. Und, oh, ich freue mich. Und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn dann auch diese Kurznovelle oder vierter Teil, je nachdem was es dann ist, erscheint. Und bin da schon sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, freue mich jetzt aber erstmal auf den dritten Teil von Broken Hearts am 6. März. Wuhu!
Ja, ich freue mich schon so. Ich werde ihn dann auf jeden Fall gleich lesen. Ja. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, erscheint am 10. März. Und auf das freue ich mich auch schon total. Schon seit letztes Jahr September freue ich mich auf dieses Buch. Und auf dieses und auf die Bücher von der Autorin freue ich mich im Generellen immer. Und zwar erscheint am 10. März der zweite Teil der Hardware Love Stories. Und der heißt Every Little Thing. Mehr als ein Sommer oder sowas ist der deutsche Untertitel. Und auch da freue ich mich schon seit Monaten drauf auf dieses Buch. Und ja, am 10. März kommt es raus. Und in diesem zweiten Teil geht es um Bailey und Vaughn. Und Bailey haben wir im ersten Teil schon kennengelernt, wie Vaughn auch. Und die beiden können sich auf den Tod nicht ab, aber zwischen den beiden ist diese spezielle, knisternde, erotische Spannung, wenn die dann mal so aufeinandertreffen. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt und freue mich da schon riesig auf die Geschichte. Zum Inhalt kann ich euch nicht viel sagen. Ich möchte euch den Klappentext auch nicht vorlesen, weil ich mich selber nicht spoilern möchte, weil ich habe ihn selber auch noch nicht gelesen, weil ich mich da echt überraschen lassen möchte, weil ich ja schon ein bisschen was über die Charaktere erfahren habe. Aber ich weiß, es geht um Bailey und Vaughn und ich freue mich schon so. Und Vaughn sieht aus wie ihren Sommerholder. Das kann ich euch verraten. Ach ja. Samantha Young hat auf ihrer Facebook-Seite nämlich mal so ein Foto gepostet, wo die Charaktere alle drauf sind. Und ja, Vaughn sieht aus wie ihren Sommerholder. Allein deswegen muss man diese Geschichte doch eigentlich lesen. Ja, ich freue mich da auf jeden Fall schon total drauf. Und ja, 10. März, Samantha Young. So viel dazu. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Das hatte ich euch letzten Monat schon gezeigt. Wurde ja dann aber verschoben in den März. Verlage, was macht ihr mit uns? Und zwar geht es um Infernale 2, Rhapsody in Schwarz. Dieses Buch erscheint jetzt, wenn sie es nicht wieder verschieben, am 13. März. Und ich freue mich da auch schon drauf. Das ist ja nun die Dilogie, also ist das der letzte Teil dieser Reihe. Und ich lese das ja mit Annika wieder zusammen. Und wir hatten uns schon so gefreut, dieses Buch jetzt zusammen im Februar zu lesen. Und ja, hat ja da nicht geklappt. Also lesen wir es dann im März zusammen. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze um Davy ausgeht. Auch hier kann ich euch zum Inhalt nichts weiter sagen, weil es der zweite Teil ist und der direkt auch an den ersten anknüpft, denke ich mal. Und ich möchte mich da auch selber immer nicht spoilern, deswegen... Infernale 2, Rhapsody in Schwarz, erscheint jetzt am 13. März, wenn sie es nicht wieder verschieben vom Verlag her. Oh, ich sage euch, da dreht man diese Videos. Ja, ich drehe ja immer ein bisschen im Vorlauf, weil ich muss ja auch noch schneiden etc. Und dann erfährt man einen Tag, bevor das Video online geht, ja, die haben es verschoben. Und dann denke ich mir so, fuck, ich drehe jetzt das Video nicht nochmal, nur weil die das jetzt verschoben haben. Da krieg ich echt Plack bei sowas. Naja, egal. Hoffen wir das Beste und hoffen wir, dass Infernale jetzt am 13. März erscheint. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Morgen lieb ich dich für immer. Das erscheint auch am 13. März und ist von Jennifer L. Armentrout. Meine Queen. I love it. I love her. Und habt ihr eigentlich schon gewusst, dass Jennifer L. Armentrout auf die Frankfurter Buchmesse kommt? Yeah. Oh yeah. Ich werde meine ganzen Termine in Frankfurt dieses Jahr um diese Frau drumherum legen. Ich werde versuchen, zu jedem Termin zu gehen und werde wahrscheinlich 20 Bücher von ihr mitschleppen und sie alle signieren lassen. Also ich möchte gerne die Obsidian-Reihe signiert haben und die Dark Elements-Reihe signiert haben und die Wait For You-Reihe signiert haben und die Dämonentochter-Reihe signiert haben und die Tempting Love-Reihe signiert haben und Fridged und Scorched und alles, was bis dahin noch rauskommt und auch Morgen liebe ich dich für immer. Und ich freue mich da schon so. Da werde ich wieder zum kleinen 14-jährigen Fangirl. Ja, I like. Ja, also wenn ihr es noch nicht wusstet, Jennifer Armentrout kommt auf die Frankfurter Buchmesse. Oh yeah. Wuhu. Ja, kommen wir aber erstmal zu Morgen liebe ich dich für immer. Ich lese euch auch hier mal den Inhalt vor, denn ich finde, es hört sich so gut an. Und auch dieses Buch werde ich nächsten Monat definitiv gleich mitlesen und euch berichten, wie es mir gefallen hat. Ja. Und zwar folgendes. Eine Liebe so groß wie die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mallory und Ryder kennen sich seit ihrer Kindheit. 4 Jahre haben sie sich nicht gesehen und Mallory glaubt, dass sie sich für immer verloren haben. Doch gleich am ersten Tag an der neuen Highschool kreuzt Ryder ihren Weg. Ein anderer Ryder mit Geheimnissen und einer Freundin. Das Band zwischen Ryder und Mallory ist jedoch so stark wie zuvor. Als Ryders Leben auf eine Katastrophe zusteuert, muss Mallory alles wagen, um ihre eigene Zukunft und die des Menschen zu retten, den sie am meisten liebt. Ich finde das Kind ganz, ganz toll und ja, ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr auf diese Geschichte. So viel zu Morgen liebe ich dich für immer. Ich gucke gerade noch, wie viele Bücher haben wir denn noch? 2, 4 Stück sind es noch. Und zwar erscheint ebenfalls am 13. März der 8. Teil der Dare to Love-Reihe und da freue ich mich auch schon drauf. Und im 8. Teil von Dare to Love geht es ja um Lucy. Und Lucy war eine Cousine von den Dares in Miami, die in New York mitlebt, glaube ich. Also diese Familie ist ja absolut riesig, ne? Also...
Ich glaube, Lucy war die Schwester von denen in New York. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so recht erinnern, das waren einfach zu viele, die ich da jetzt in zu kurzer Zeit gelesen habe. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Geschichte. Man kommt ja da auch in die Geschichte wieder unglaublich schnell rein und man hat sofort die Zusammenhänge wieder. Deswegen, wenn ich es gerade nicht weiß, finde ich das nicht schlimm. Auf jeden Fall geht es um Lucy und den besten Freund von ihrem Bruder Max. Und bei den beiden ist schon immer so eine gewisse Spannung und Anziehung. Und Max hat da aber mal nie mehr draus werden lassen, weil ihm die Freundschaft zu seinen Kumpels natürlich wichtiger war und hatte Angst, dass dadurch die Beziehung zerstört wird. Deswegen hat er sich dann nie weiter vorgewagt. Aber eines Tages taucht Lucy auf einer Hochzeitsfeier mit einem anderen Typen auf und es scheint sehr, sehr ernst zu sein. Und Max denkt sich, okay, verdammt, jetzt oder nie. Und das ist das, worum es in diesem Buch geht. So kurz und knackig zusammengefasst. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall wieder auf den 8. Teil der Dare to Love-Reihe und bin schon sehr gespannt, was dieses Buch wieder für mich bereithält. Und ich freue mich auch schon total auf den 9. Teil, denn im 9. Teil geht es um Ellie, hieß sie, glaube ich, und Tyler. Und Ellie und Tyler, Tyler ist der Bruder von Avery, um die es ja im 7. Teil ging. Und man hat von den beiden schon so ein bisschen im 7. Teil mit erfahren, deswegen freue ich mich da auch schon total drauf, das im 9. und letzten Teil dann zu lesen. Und dann ist diese Reihe beendet. Yay, I like it. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, erscheint am 15. März und ich habe es bereits erwähnt und zwar ist das Fuchsgott von der lieben Niki Kiso. Das ist ja der 4. Teil der Fuchsgeschichte. Ich kann euch hier zum Inhalt nichts sagen, sonst spoile ich euch komplett die anderen Teile und das möchte ich nicht. Ich möchte euch da überraschen und ich finde eher, die Geschichte wird von Band zu Band immer besser und ich liebe die Fuchsgeschichte einfach. Ich finde die Welt von Maikaila und Reinicke einfach total toll und ich bin schon so gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich habe ja inzwischen schon etwas weiter gelesen als wie Band 6. Ich darf da ja vorab immer mitlesen und ich muss sagen, die Geschichte entwickelt sich wirklich ganz, ganz toll und hier passieren so viele Wendungen, die man nicht kommen sieht und ja, lasst euch da einfach überraschen, aber ich mag die Fuchsgeschichte von Niki immer noch total gern. Und da, wie gesagt, diese Bücher immer nur knackige 50 Seiten haben, kann man die ideal so zwischendurch einfach mal mit weglesen. So, zack, erledigt, Mittagspause oder so. Ein Traum, ein Traum, ein Traum, ein Traum. Kurz, knackig, wie es mir gefällt. Ja, Fuchsgott, wie gesagt, erscheint am 15. März. Dann habe ich mir den 3. und letzten Teil von Der Erbin quasi aufgeschrieben. Der heißt Alles oder Nichts. Ich weiß nicht, wie die Reihenbezeichnung von dieser Reihe eigentlich ist. Also bei mir ist es immer die Erbin 1, 2 und 3, auch wenn die Bücher an für sich miteinander nichts zu tun haben. Egal. Ich lese momentan gerade den 2. Teil mit der Sina. Der ist jetzt im Moment nicht so berauschend wie der 1. Teil. Der 1. war ja wirklich richtig gut, hat mir mega gut gefallen. Und der 2. ist gerade eher so, ja, ist ganz nett. Kann mich jetzt aber gerade noch nicht so überzeugen, aber wir sind jetzt auf Seite 200 da. Passiert noch einiges bei 700 Seiten. Also ich bin mal gespannt, worauf das Ganze noch hinausläuft und wie sich das Ganze noch entwickelt. Auf jeden Fall erscheint am 16. März der 3. Teil Alles oder Nichts. So, da ist mir doch gerade beim Inhalt vorlesen einfach mal die Kamera ausgegangen. Ich habe keine Ahnung warum. Wahrscheinlich waren die 25 Minuten Aufnahmezeit am Stück um. Egal, ich lese euch jetzt den Inhalt einfach nochmal vor. Und zwar geht es in Alles oder Nichts um Folgendes. Nachdem die Journalistin Amber Winter mit einer Enthüllungsstory einen landesweiten Skandal heraufbeschworen hat, wird sie nach Kiruna zwangsversetzt. Kiruna ist die nordöstlichste Stadt Schwedens und der letzte Ort, an dem Amber kurz vor Weihnachten sein möchte. Dort trifft sie auf den Sicherheitsexperten und Ex-Soldaten Tom Lexington, der bei einem Auslandseinsatz im Tschad Schreckliches erlitten hat und seitdem traumatisiert und zurückgezogen lebt. Schnell macht Tom ihr klar, dass er eine hochnäsige Karrierefrau aus der Großstadt überhaupt nicht gebrauchen kann. Und obwohl auch Amber zunächst alles andere als begeistert von dem zerzausten, unfreundlichen Macho ist, entdeckt sie schon bald eine neue, unerwartete Seite an ihm, die es ihr unmöglich macht, sich fernzuhalten. Und ich finde, das klingt wieder ganz, ganz toll und das klingt nach einer Susi-Geschichte. Und ich finde, das Schöne bei den Büchern von Simone Arnstedt ist, es ist zwar eine erotische Geschichte, aber die Erotik hält sich hier wirklich im Rahmen. Und damit wären wir beim letzten Buch für dieses Video und auch dieses erscheint am 16.03. und heißt Marthas Widerstand. Und ich finde, der Klappentext verrät jetzt nicht wirklich viel, aber ich finde, es klingt sehr, sehr interessant und es klingt mal nach einfach was Abwechslungsreichem und was anderen. Und ich lese euch mal ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Martha ist des Mordes angeklagt und sitzt in der 1. von 7 Zellen. 7 Tage lang stimmt das gesamte Volk darüber ab, ob sie freigesprochen oder in eine kleinere Zelle verlegt wird. Die 7. und letzte Zelle ist klaustrophobisch klein und genauso klein sind Marthas Chancen auf einen Freispruch. Denn die Umfragen zeigen, dass der Großteil der Bevölkerung sie sterben sehen will. Doch was wäre, wenn Martha genau darauf spekuliert, um dem Volk zu zeigen, dass es nicht in einer perfekten Demokratie lebt, sondern von den Machthabern perfide manipuliert wird? Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt, bei dem viel mehr als ein einzelnes Menschenleben auf dem Spiel steht.
Und ich finde, das klingt wirklich ultra, ultra gut. Und es klingt einfach mal nach einer abwechslungsreichen Geschichte. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe es auf jeden Fall auf meine Wunschliste mitgepackt. Und ja, wenn es passt, werde ich es mir auf jeden Fall mal kaufen und lesen. Aber ihr kennt das ja, ne? So viele Bücher und so wenig Zeit. Ich finde, es klingt wirklich sehr, sehr interessant. Es klingt einfach mal nach einer abwechslungsreicheren Geschichte als immer nur dieses reguläre Fantasy-Gedöns. Und ja, das waren meine Neuerscheinungen für den März. Und ich finde, es ist wieder eine interessante Mischung an Büchern, die da rauskommen. Es kommen natürlich noch viel, 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 viel mehr Bücher raus. Ich suche ja primär immer die Bücher raus, die ich persönlich auch lesen würde und mich interessieren. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Bücher. Schreibt mir eure Meinung zu den Neuerscheinungen gerne unten in die Kommentare. Und wenn es ein Buch gibt, wo ihr sagt, hey, das klingt auch sehr interessant, das könntest du dir auch nochmal mit angucken, schreibt es mir auch gerne unten in die Kommentare. Ich bin ja immer für Vorschläge offen. Und ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.